Fans sind aber Randale und Krawall die Hauptsache. Das Ansehen eines Vereins wird aber weniger durch eine Niederlage beschädigt, als vielmehr durch Ausschreitungen solcher Rüpel. Der Rückblick auf das Spiel Rot-Weiß Essen Arminia Bielefeld macht das leider wieder einmal deutlich. Stationen eines Fußballnachmittags. Zuversicht und heiße Stimmung auf der Hinfahrt. Enttäuschung während des Spiels. Und Randale danach. Stationen eines Fußballnachmittags. Schon am Vormittag treffen sich die Anhänger des DSC am Bielefelder Bahnhof. Sie bereiten sich auf ihre Art vor auf das Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Die Stimmung im Zug laut, feucht, fröhlich, aber friedlich. Selbst die Polizei, 37 Bundesgrenzschutzbeamte sind mit auf die Fahrt gegangen. Selbst die Polizei ist überrascht. Während der Hinfahrt geht nur eine einzige Deckenbeleuchtung zu Bruch. Und ein betrunkener DSC-Anhänger musste in Gütersloh schon wieder aussteigen. Die meisten Fans allerdings beschäftigen sich erst einmal mit sich selbst. Ich bin heute das erste Mal wieder beim Auswärtsspiel dabei, seit Bundesliga-Zeiten, damals von Arminia Bielefeld. Und es macht Spaß, jetzt wieder sowas zu sehen, hier im Sonderzug. Also es kommen alte Zeiten wieder hoch. Also ich finde es wunderbar. In Essen angekommen, werden die DSC-Anhänger von zwei Hundertschaften der Polizei empfangen. Viel Gelegenheit zur Randale mit Essener Hooligans bietet sich allerdings nicht. In 40 Minuten beginnt das Spiel und die Polizei hat die 150 Randalbrüder unter den Bielefelder Fans fest unter Kontrolle. Alarmstufe 1. Wir können Ausschreitungen zumindest nicht ausschließen. Arminia Bielefeld und Rot-Weiß Essen, die Fangruppen sind zumindest von der Konstellation her nicht unproblematisch. Für die Polizei zumindest wäre ein 1:1 wohl das beste Ergebnis. Aber es kommt anders. In der 57. Minute nach einem ausgeglichenen Spiel das 1:0 für Essen. Die Stimmung im Arminenblock jetzt erst recht. Man sieht klar und deutlich, dass Arminia die meiste Zeit des Spiels dominiert. Wir Fans tun alles Mögliche, um die Mannschaft anzufeuern. Ich bin schon völlig kaputt. Scheiße. Die Stimmung schlägt um in der 85. Minute. Armin Eck sieht für diese Aktion die rote Karte. Ein unnötiges Foul. Arminen-Anhänger versuchen, den Zaun zum Spielfeld einzureißen. Aber mit Unterstützung von Polizei und Ordnerdienst hält die Absperrung bis zur 90. Minute durch. Es bleibt beim 1:0. Auf dem Rückweg kommt es schon vor dem Stadion zu ersten Rangeleien und Schlägereien. Und am Bahnhof provozieren sich blau-weiße und rot-weiße Fans gegenseitig. Und dazwischen wieder die Polizei. Sie treibt die Bielefelder rigoros auf dem Bahnsteig, bevor die Lage eskaliert. Dabei bekommt manch einer auch den Schlagstock zu spüren. Im Zug dann ist die Luft raus. Die Niederlage ist fast vergessen und einige träumen schon wieder von den nächsten Siegen ihrer Arminia. 6:0 Punkte in den nächsten drei Spielen. Ja. Richtige Fans halten eben auch nach einer Niederlage die Fahne hoch. Die Bilanz des Fußballtages, mehrere zerbrochene Zugscheiben, einige verletzte Fans, viele leere Flaschen und Dosen auf dem gesamten Weg der Arminia-Treuen. Aber ansonsten, so die Polizei, keine besonderen Vorkommnisse.